Dieses Gerät sieht aus wie ein normales Notebook, doch es könnte der Beginn einer neuen Ära sein. Das Acer Swift 3 ist nämlich einer der ersten Rechner mit der neuen Ryzen 5 CPU von AMD. Erster Eindruck, das Acer Swift 3 ist toll verarbeitet. Ein klassisches, aber schickes 15 Zoll Notebook mit 4 USB-Buchsen, davon 2 in 3er und eine in Typ-C-Version. Dazu ein HDMI-Anschluss und ein Speicherkartenleser, soweit alles guter Standard in diesem Preissegment. Das Display zeigt Fotos und Videos in Full HD, also mit 1920x1080 Pixel haben. Das ist schön scharf, zügige Bildwechsel sorgen für schlierenfreie Wiedergabe von schnellen Film- und Spielszenen. Allerdings wirken die Farben etwas blass und sogar verfälscht. Die Farbtreue lag in unserem Test nur bei schwachen 55%. Das Display spiegelt zudem stark und lässt sich seitlich kaum betrachten. Insgesamt erreicht das Acer Swift 3 beim Sichttest dennoch eine sehr gute Bewertung. Ein Intel Inside-Logo sucht der Nutzer auf dem Gerät vergeblich. Im Inneren gibt nämlich ein AMD Ryzen 5 2500U den Takt an. Der liegt zwar nur bei 2 GHz, allerdings laufen gleich 4 Kerne mit diesem Tempo und bei hohem Leistungsbedarf taktet der Ryzen einzelne Kerne auf bis zu 3,6 GHz hoch. Dazu kommen 8 GB Arbeitsspeicher und eine schnelle SSD mit 238 GB. Dicker Minuspunkt, sowohl Arbeitsspeicher als auch SSD sind fest verbaut und lassen sich deshalb nicht aufrüsten. Im Test erreichte das Swift 3 mit dieser Ausstattung ein hohes Arbeitstempo. Es war sogar schneller als das vergleichbar ausgestattete Microsoft Surface mit Intel-Prozessor. Sowohl bei Office-Anwendungen als auch bei der Videobearbeitung lag das Acer-Modell deutlich vor dem Microsoft-Konkurrenten. Die Bildrate bei Spielen lag mit 11 Frames pro Sekunde sogar doppelt so hoch. Leider sind auch 11 Frames zu ruckelig, um überhaupt spielen zu können. Nur bei der Akkulaufzeit musste sich das Swift 3 dem Surface klar geschlagen geben. 3 Stunden 38 hielt der Akku, verglichen mit 6 Stunden 10 beim Microsoft-Gerät. Trotzdem, das Acer Swift 3 zeigt eindrucksvoll, dass AMD auch bei Notebook-CPUs wieder angreifen kann. Der Kampf der Giganten im Prozessorsegment ist wieder offen. Das Gerät arbeitet flink und bleibt dabei kühl und leise. Die überschaubare Akkulaufzeit und das blasse Display führen aber zu einer Abwertung. Am Ende steht die Testnote 2,6, also befriedigend.